Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aesthetic Possibilities. Es ist Donnerstagabend und ihr wisst, das ist die Zeit für die schönen Fälle der Zahnmedizin. So gab es auch dieses Mal wieder einen neuen Fall und heute geht es ein bisschen darum, was kann man denn vielleicht noch tun, wenn eine Behandlung vielleicht woanders angefangen wurde und man aber selber so ein bisschen das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob ich da richtig aufgehoben bin. Dieser Patient, der zu uns kam, war genau so ein Fall, denn er hatte auf einem der beiden Frontzähne bereits ein Provisorium. Das heißt, irgendwo wurde schon mit der Behandlung begonnen. Und er hat dann aber bei uns auf dem Kanal eben ja, das Vertrauen gefunden und hat sich überlegt, was wäre denn, wenn ich einfach mal nachfrage, was wäre denn oder wie könnten die Behandlungsmöglichkeiten aussehen? Was kann getan werden, damit es das für mich beste Ergebnis wird? Und so kam er dann zu uns und hatte im Grunde ja, die begonnene Behandlung hier an Zahn 1.1. Das, was ihr hier seht, ist das Provisorium. Und ihm hat irgendwie dieses Provisorium schon nicht gefallen. Jetzt ist natürlich die Frage immer die, es ist ein Provisorium, ne? Also man kommt ja in eine Behandlung und muss dann eben diese Zeit von Behandlungsbeginn bis Behandlungsende irgendwie überbrücken. Und das passiert natürlich mit einem Provisorium. Und er fand aber irgendwie, ihm hat das schon nicht gefallen. Und ich habe dann auch gesagt, okay, was jetzt schon relativ auffällt, ist die Tatsache, dass dieser Zahn, wenn man ihn jetzt mit dem anderen Einser vergleicht, relativ breit ist. Das heißt, wenn man jetzt hier einfach 1:1 diese Krone umsetzt, hat man entweder hier nachher eine Lücke, das wollte er auf gar keinen Fall, oder aber man hat halt einfach irgendwo was nicht harmonisches. Das heißt, man hat eine Krone, die sehr breit ist, zu einem Zahn im Verhältnis, der, ja, wo man eben merkt, okay, hier ist irgendwas nicht so hundertprozentig in Ordnung. Und dann haben wir halt lange hin und her überlegt und haben gesagt, okay, wenn es nicht gewünscht ist, dass da vorne eine kleine Lücke bleibt, weil wenn man es wirklich aufgeteilt hätte vom Platz her, hätte man diese Krone hier etwas schmaler gestalten müssen und dann wäre hier automatisch ein bisschen Platz entstanden. Und dann haben wir darüber gesprochen, was man machen kann und dann sind wir relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass man eben, wenn man den Zahn mit der Krone versorgt, den man versorgen muss, wäre es eben sinnvoll, wenn man auf dem anderen Schneidezahn eben noch ein Vinier macht. Hätte zum anderen dann auch den Vorteil, dass man hier insgesamt das Ganze ein bisschen runder gestalten kann. Denn dieser Zahn hier, beziehungsweise die mesiale Ecke, ist schon sehr kantig. Und man sieht auch hier schon in der provisorischen Vorbereitung des Kollegen, wo er herkam, ist es eben nicht umgesetzt. Also man hätte theoretisch diesen Zahn auch dann, zumindest mal in der Übergangsphase, auch ein bisschen gerader gestalten müssen, damit es eben auch hier nicht so krass auffällt. Wurde aber nicht gemacht. Und dann haben wir uns eben dazu entschlossen, nicht nur den eigentlichen Zahn mit der Krone zu versorgen, sondern in Anlehnung an die bestmögliche Versorgung für ihn, dann eben auf dem anderen Zahn ein Vinier zu machen. Und so sah es dann danach aus. Also das heißt, wir haben eine Top-Krone aus dem Labor bekommen. Das heißt, absolut super vom Sitz. Wir hatten auch hier das Problem, dass der Zahn relativ tief beschliffen war. Das heißt, wir sind relativ weit unter das Zahnfleisch gegangen. Das war aber eben auch schon die Ausgangssituation. So kam er ja zu uns und konnten dann eben hier mit dem Vinier realisieren, dass das Ganze eben dann harmonisch wird. Das heißt, wir haben es jetzt hier ein bisschen runder, wir haben es hier ein bisschen runder. Hier zwischen das Zahnfleisch, das kommt noch. Also wir haben es wirklich kurz nach dem Einsetzen fotografiert, weil der Patient eben auch nicht aus Nordrhein-Westfalen kam, sondern aus Süddeutschland. Deswegen konnten wir jetzt nicht sagen, komm jetzt noch mal in einer Woche vorbei, wir machen dann noch mal Fotos, sondern wir haben die Fotos direkt nach dem Einsetzen gemacht und das Zahnfleisch kommt hier wieder rein. Ist es auch bereits schon, denn er hat noch eine Schiene bekommen, die wir ihm zugeschickt haben und wir wissen also, dass das mittlerweile genau so aussieht, wie es aussehen soll und konnten damit natürlich auch wieder einen Patienten glücklich machen. Also die Message aus diesem Fall, man muss, wenn man irgendwo anders angefangen hat, nicht unbedingt den Schritt bis zu Ende gehen. Man muss nicht unbedingt, auch wenn man vielleicht ein schlechtes Gefühl hat, das Ganze dort zu Ende bringen lassen, sondern man kann durchaus sich auch überlegen, hey, vielleicht gibt es woanders für mich noch was Besseres. Der Patient ist den Schritt gegangen, er kam zu uns, wir konnten für ihn das Bestmögliche rausholen. Er ist glücklich, dann sind wir glücklich. Und wenn ihr seht, dass ihr vielleicht auch ein Fall seid, der in diese Richtung gehen könnt, dann könnt ihr auch glücklich sein, denn für euch können wir theoretisch was tun. Also, wie hat euch dieser Fall gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und wir sehen uns im Live oder wir sehen uns alle 14 Tage hier bei Aesthetic Possibilities. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.